Hey, hey Leute, wieder bei Giochi hier auf dem Kanal eures hoffentlich Lieblingsitalieners aus dem Zentrum der Macht, der Hochburg der deutsch-technischen Yu-Gi-Oh! Community, dem Nexus der Energie, dem Zimmer, in dem ich heute Nacht todmüde ins Bett gefallen bin nach der BOTS in Niedersachsen und was war's noch? Keine Ahnung. Niedersachsen-Bremen, klar. Wie kann ich das vergessen? Niedersachsen-Bremen, nachdem wir 7 Vorrunden gespielt haben, einer von uns bis ins Finale vorgestoßen ist und ich leider nur 4-3 gegen meinem Deck, aber mit welchem Deck möchte ich euch jetzt gerne vorstellen. Zusätzlich wird es danach noch ein kleines Recap geben. Ja, ich habe gespielt Evol. Ihr werdet jetzt denken, Evol kann ja gar nichts und all so ein Krams. Ich muss sagen, ich habe das Deck gespielt, weil ich es persönlich sehr cool finde, weil ich der Meinung bin, das Deck hat Potenzial und weil ich es ehrlich gesagt einfach mag und weil ich schon lange mal spielen wollte. Deswegen habe ich das hier gespielt. Ich werde euch jetzt erstmal das Deck einmal vorstellen, danach habe ich ein bisschen was dazu erzählen. Und dann werde ich euch sagen, was ich gespielt, wie, gegen was ich gespielt habe und was ich denke, was sich mit der neuen Edi jetzt am Wochenende ändern wird. Also erstmal habe ich gespielt 3 Nayasho. Ich werde da immer noch ein bisschen was zu erzählen. Nayasho, wenn er geopfert wird, egal wie, kann ich einen Evol-Saurier aus meinem Deck beschwören. Absolute Schlüsselkarte des Decks. Und dann habe ich gespielt 3 Vestlo. Vestlo mit 1900 Def, genau wie Nayasho mit 2000. Auch ein Evo-Thiel. Und sagt, wenn er geflippt wird, darf ich einen Evol-Saurier aus dem Deck beschwören. Der gute hier, geiles Monster für First Turn, fängst an, settest den, wird meistens angegriffen, wird aufgeflippt, du holst einen Evolsaurier aus dem Deck, der hat dann noch irgendeinen Effekt. Dann habe ich gespielt 3x Evolsaurier Diplo. Jetzt kommen wir zu den Sauriern, das waren schon die 6 Evo-Teals, den ich gespielt habe. 1-6 Angriff ist wie Bestiari, wenn er durch einen Evol-Teal beschworen wird aus dem Deck, dann zerstört er eine Spell-Trap beim Gegner. Absolut wichtig, dadurch, dass Vestlo angegriffen wird, im Damage-Step schießen wir einfach eine Karte weg. Oder um die Combo mit Evo-Force aufzuziehen, 2 hinten wegschießen und danach vielleicht angreifen oder exceeden. Super Karte, sollte man 3x spielen. Dann habe ich mich für 3 Evol-Saurier Vulcano entschieden. Aus dem einfachen Grund, dass ich der Meinung bin, Vulcano ist erstmal wie der Darius, glaube ich. Ich habe keine Ahnung von Gladi. Jedenfalls, wenn er durch einen Evol-Teal beschworen wird aus dem Deck, holen wir einen Evol-Saurier aus dem Friedhof zurück. Seine Effekte werden annulliert und der kann dann nicht angreifen. Das Ding, also seine Effekte werden natürlich dadurch annulliert, dass wir das Ding durch einen Evolsaurier beschwören, nicht durch einen Evoltil. Das ist das Wichtige. Das heißt, wir holen einen Vierer aus dem Friedhof zurück, machen dann Exceed und haben dadurch dann im Endeffekt im Late Game einfach krasse Optionen. Wenn wir dann 2 aus dem Deck holen, wenn es dann solche Aktionen gibt, wie wir holen 2 aus dem Deck, dann Beispiel holen wir nochmal 2. Ihr seht schon, dann würden da im Prinzip Lagia und Dolka oder Doppel-Lagia oder sowas liegen. Das ist einfach ziemlich gut. Und da wir sowieso schnell die Monster in den Friedhof bekommen, wenn wir sie dann mal haben, finde ich einfach 3 Vulcano genau richtig. Dafür habe ich mich dann nur für 2 Serato entschieden. Serato, der Laquari des Decks, wenn er durch einen Evo-Teal aus dem Deck bekommt, kriegt er 200 ATK. Und dann darf man einen Evoltil aus dem Deck auf die Hand nehmen, wenn er ein Monster durch Kampf zerstört. Uninteressant, ob es in den Friedhof geht, uninteressant, ob er liegen bleibt. Schon mal ziemlich geil. Das heißt, wenn wir irgendwas mit 2-1 doublen, so, und dann suchen wir uns einfach mal was. Ist ganz cool, passiert nicht so oft, aber was soll's. Das waren schon die Monster. Wie ihr seht, das waren nur 14 Stück. Davon sind 6 Evoltils und 8 Evolsaurier. Der Unterschied in dem Deck total wichtig, werde ich euch jetzt gleich erklären, warum. 14 Monster habe ich mich für entschieden, weil ich ein bisschen Backrow-lastiger spielen wollte. Aber erstmal jetzt zu den Spells. Ich habe 3 Evo-Kraft gespielt. Evo-Kraft auch die Schlüsselkarte des Decks mit den Evol-Teals. Nämlich, wenn wir einen Evo-Teal von unserer Seite opfern, egal ob verdeckt oder offen, können wir einen Evol-Saurier aus dem Deck beschwören. Im Endeffekt ist es der hier oder der hier. Mit ihm holen wir dann direkt 2 aus dem Deck. Mit ihm hier, mein Gott, wird er halt erst geflippt und dann holen wir einen aus dem Deck. Das ist so die Schlüsselkombo des Decks oder die größte Plus-Kombo. Da kann man dann die wildesten Sachen mitmachen. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe eine Nayasho, ich hole einen Diplo und einen Diplo, dann schießt ihr 2 weg. Und dann mache ich halt zu einem Lagia-Exceed. Ihr merkt, das Plus-Potenzial ist einfach immens. Die Diplos machen +2, vielleicht kannst du nochmal angreifen und all so ein Krams.
super Karte, macht das Deck erst wirklich spielbar. Dann habe ich gespielt 2 Forbidden Lands. Warum, fragt ihr vielleicht? Ja, ich will meine Saurier eigentlich auf dem Feld behalten. Da ich selber nicht so viele Monster spiele, deswegen möchte ich sie gerne von Spell Traps schützen. Es ist ganz cool, wenn der Diplo mal nicht in eine BTH fällt oder von einem TT genommen wird. Genauso Lagia Dolka mit sowas zu schützen, immer klasse. Und gegnerische Monster in der ATK senken ist auch ziemlich gut. Deswegen kann man die definitiv überlegen. Vielleicht sogar eine dritte, aber 2 haben eigentlich ganz gut gewirkt. Dann 2 Enemy Controller. Viele fragen mich so, hey, warum spielst du nicht den dritten? Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe den Platz nicht dafür. Enemy Controller, eine Bombenkarte, wir drehen irgendwas in Death, wir übernehmen irgendwas, geile Kombokarte mit Nayasho, geile Kombokarte mit Serato, Nayasho natürlich, wir opfern Nayasho, übernehmen irgendein Beatstick vom Gegner und holen dann noch was aus dem Deck. Also es ist, gibt riesige Kombozüge. Also ich hatte im Turnier gestern einmal so eine Kombo, Mega-Kombo-Hand, wo ich dann irgendwie Nayasho auf dem Feld, Reborn, Enemy Controller, MST auf der Hand hatte. Und da könnt ihr euch dann einfach vorstellen, was da rauskommt, wenn der Gegner einen Scrap Dragon hat. Das ist schon ziemlich krass. Superkarte würde ich vielleicht sogar fast ein drittes Mal spielen, aber pff, weiß ich nicht. Dann 2 MSTs und zudem nur ein Sturm. Nur 2 MSTs, weil ich in Diplo einen Bestiari habe, der sowieso bei jeder Gelegenheit aus dem Deck geflogen kommt, den ich mit Lanzen schützen kann. Ich denke, 2 MSTs reichen, dadurch, dass ich die Backrow immer wegschieße. Der dritte ist halt im Board und der Sturm einfach Staple, kommt man nicht drum rum. Dann ein Reborn, eine Mind Control. Mind Control, wichtiges Monster Removal im Deck. Wir haben viele Vierer, ein paar Dreier, ein paar Zweier, wir können viel exceeden. Ein Hole, ein Pot, Pot super Karte und ein Book. Das sind die Spells schon gewesen. Ich denke, da muss ich nicht mehr ganz so viel zu sagen. Und jetzt kommen wir zum Trap Line-Up, das wieder verhältnismäßig ein bisschen größer ist. Nämlich mit 2 BTHs, 2 Fiendish Chains, 2 Solemn Warnings, 2 Torrential Tributes, einem Solemn Judgment, einer Mirror Force, einer Starlight Road. Ja, ich sag jetzt ein bisschen was dazu. 2 TTs, super im Endeffekt. TT ist die Overkill-Karte schlechthin im Moment. Jeder, genauso Chaos Dragons und so, will im Moment rausknallen, versucht zu spielen, all so ein Krams. Viele Decks overextenden einfach, ohne wirklich drüber nachzudenken. Vor allem Chaos Dragon, da unterscheidet sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Die guten Chaos Dragon-Spieler machen es nicht. Die schlechten overextenden die einfach das dritte Monster hin und knallen raus. Dann spielst du den TT. Finde ich, ist eine absolute Overkill-Karte im Moment. Und selbst bei so wenig Monstern, die ich vielleicht auf dem Feld halten möchte, ich spiele mit 2 Lanzen, ich brauche Schutz in dem Deck, weil wenn der Gegner ein großes Monster anlegt, muss ich es halt weg-TTen. Das ist auch das große Problem des Decks, komme ich gleich zu. Kannst den TT einfach aktivieren oder dadurch, dass du so wenig Monster hast, kannst du auch mal kein Monster haben und eine dieser Backrow-Karten haben. Deswegen ist das ganz gut. 2 Warnings, muss man nicht viel zu sagen. 2 BTHs finde ich im Moment wieder sehr wichtig, dadurch, dass durch die Prio-Regeländerung erstmal alles in eine BTH fällt mit mehr als 1,5, habe ich ein bisschen mit gerechnet, dass das der Fall ist, dass da erstmal alles reinplumpst und dann erstmal Prio, was? Ist auch so ein bisschen der Fall gewesen, aber auch so eine gute Karte sollte man im Moment spielen, finde ich auf jeden Fall wichtig. 2 Fiendish Chains, Fiendish Chains ist eine Karte im Moment, kommt man nicht ganz drum rum, Monster-Effekte zu negieren. Es gibt im Moment eine andere Karte, auf die ich so ein bisschen gestern gebracht wurde, die mir im Sinn schwebt, stattdessen zu spielen. Allerdings muss ich sagen, dass ich da jetzt erstmal noch mit der Fiendish Chain weiter testen werde und dann vielleicht sie austausche. Das weiß ich noch nicht ganz. Hier hat sie auf jeden Fall ihren Sinn erfüllt, nämlich meine Monster schützen, gegnerische Monster-Effekte unterbinden. Und sie bleibt vor allen Dingen auf dem Feld liegen. Großer Nachteil in der Karte, dann bleibt da halt immer noch ein 2,5er Beatstick oder ein 2,8er Beatstick. Ich muss erstmal überlegen, wie ich da rüberkomme. Aber schon mal nicht so schlecht. Dann eine Road, finde ich im Moment total wichtig mit 2 TTs, 2 BTHs im Spiel. Super Karte, eine Road immer gut, wenn man halt gegen einen Sektor spielt oder sowas. Die haben auch noch Darkhold, TT, vielleicht eine Force und all so ein Krams. Spielt sie, boardet sie raus, wenn ihr der Meinung seid, ihr seid scheiße. Einen Force und ein Solem. Das wird soweit zu meinem Main-Deck. Ich persönlich finde, im Nachhinein muss ich sagen, ich habe ein bisschen Prisons vermisst. Ich persönlich finde da aber auch, dass das Deck eigentlich ganz gut abgestimmt ist auf alles, was kommen könnte. Am Main-Deck hat gestern, denke ich, nicht gelegen, dass ich 4-3 gegangen bin, sondern eher am Sideboard, zu dem ich euch jetzt ein bisschen was erzählen werde.
wo ich nämlich einfach was vergessen habe. Ja, das passiert auch mal. Ich habe einfach vergessen, eine ganz wichtige Karte reinzuborden. Aber erstmal wieder sagen, 3 Karma-Cuts im Board gewesen. Ich bin immer noch der Meinung, Karma-Cut ist eine krasse Karte. Es ist die ultra gute Karte. Wir werfen eine Karte ab, removen dem Gegner ein Monster vom Feld. Und wenn er gleiche Monster im Friedhof hat, dann werden die auch noch removed. Hat mir gegen Dark World in der, ich glaube, 4., 5. Runde einmal 3 Graffas raus removed. Klasse. Einmal 2 Aliose getroffen, einmal den Shining getroffen. Super. Also, ich weiß nicht, krasse Karte, vor allen Dingen in dem Deck hier, wo wir mit Vulcano sowieso alles wieder zum Friedhof holen können. Finde ich super, sollte man spielen, trifft einfach viel zu viele Decks, habe ich aber letzte Woche schon erzählt. Dann 2 Wailer, weil ich der Meinung bin, dass Wailer im Moment wieder gefragter werden, dadurch, dass wir einfach mal einen Rabbit Wailern können auf seinen Summon, dadurch, dass die Prio-Regel weg ist, erstmal Wailer eine gute Wahl. 2 Cyberdrachen, finde ich einfach wichtig, gegen Heroes im Matchup, wenn wirklich mal was kommt, wie Maschine oder sowas, bessert Matchup gegen viel. Oh, da habe ich gerade eine WhatsApp-Message bekommen. Muss leider warten, ein paar Minuten. Also Cyber Dragon, wie gesagt, finde ich eine super Karte. Muss in jedem Side-Deck eigentlich dabei sein. 2 Smashings, um gegen große Beatsticks irgendwie was machen zu können. Das ist nämlich das große Problem am Evol. Wenn der Gegner irgendwie einen 2-6er, 2-7er Beatstick hat, dann stehen wir erstmal da und müssen mal gucken, wie wir dran vorbeikommen. 2 Gozen Match. Gozen Match sind super, weil alle meine Monster fire sind. Zu Gozen Match gibt es eine ganz witzige Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Von gestern. Ich habe gestern gegen Dark World gespielt, halt auch gegen das Dark World, wo ich mehrere Graffas removed habe. Das war ganz amüsant. Er wusste überhaupt nicht, was ich spiele. Dann hat es in der ersten Runde, hat er ganz schnell gewonnen. Und ich habe halt versucht, kein Monster zu spielen, damit er nicht weiß, was ich spiele. Hat dann nicht geklappt. Ich habe dann ein Monster gespielt. Es war einmal Naya schon mit 2000 Death. Und er hat so, hä, was ist denn das? Und kannte das Deck halt nicht. Und dann hat er halt so gefragt, was zum Teufel board ich gegen dich? Wusste es nicht. Und hat dann erstmal Gozen Match geboardet. Dann fängt er an, macht Gozen Match auf. Und ich habe halt Naya, Sho, Evo Force, MST auf der Hand. Er hat halt noch eine hinten, ich schieße die andere weg und fang an zu grinsen. Und dann guckt er mich so an und sagt so, ja, der Gozen Match Board war wohl ein bisschen ins Klo gegriffen. Ich sag so, ja, schon so. Also ja, okay. Aber für mich selber Gozen Match eine krasse, gute Karte im Endeffekt. Ich spiele nur Fire Monster. Frage ist, gegen was boardet man sie? Man kann sie nicht wirklich gegen Insektor boarden. Man kann sie nicht wirklich gegen Dark World Borden, das ist immer ganz unprickelnd. Gegen Hero ist sie ganz okay, weil der Gegner immer nur ein Monster auf dem Feld dann haben kann. Einen guten Hero stört leider nicht. Gegen Rabbit ist sie eigentlich echt stark, weil der Rabbit-Spieler dann total in seinen Möglichkeiten eingeschränkt wird. Sie ist auch nicht schlecht gegen Windup, muss ich ganz ehrlich sagen, aber halt auch nicht so prickelnd. Gegen diese ganzen Pimmeldecks im Endeffekt macht sie am meisten. So gegen Anti und, keine Ahnung, Sachen, die du nicht irgendwie zusammensetzen kannst. Und dann musst du halt gucken. Ansonsten ist es ganz cool. Habe ich gespielt 2 Chaindis. dann, die Chaindis sind halt richtig, richtig gut. Weil, auch wegen dieser Regeländerung im Endeffekt, die, wo der Gegner erstmal so weit nicht weiß, so ganz, Prio hin und her. Die ist gegen Rabbit halt ganz gut. Nimmt die Rabbits raus. Nimmt viel Kleinkrams raus. Ich habe sie erstmal testweise drin. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich sie drin lassen werde. Sind halt auch im Moment eine gute Main-Überlegung, aber irgendwie haben die mich nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn der Gegner First Turn Rabbit hat, dann hilft dir das immer noch nichts. Kannst zwar einen Tourguide rausnehmen, kannst zwar Rabbit rausnehmen, aber irgendwie bin ich noch nicht so ganz überzeugt von der. Dann habe ich den dritten MST geboardet und ein Random Prison. Bevor ihr irgendwas dazu sagt, die beiden, oder vor allen Dingen das hier war so die 15. Karte, die ich irgendwie reinmachen musste, mir ist im Nachhinein aufgefallen, ich habe keine Schattenspiegel geboardet. Wann ist mir das aufgefallen? In der ersten Runde in meinem Featured-Match gegen Dark World. Ich hatte gestern in der ersten Runde ein Featured-Match direkt gegen Dark World, das ich glücklicherweise 2-0 gewinnen konnte. Nachzulesen ist das Ganze in der Coverage, die diesmal über Facebook stattfand, glaube ich. In jedem Fall werde ich da unten einen Link rein posten, wo ihr das gleich finden werdet. Nichtsdestotrotz ist mir dann aufgefallen, dass ich keine Schattenspiegel geboardet habe. Ich werde da gleich in meinem kurzen Recap ein bisschen mehr drauf eingehen, aber Schattenspiegel haben wirklich gefehlt. Insektor und Dark World ein riesiges Problem für dieses Deck. Deswegen, ohne Schattenspiegel werde ich nie wieder auf ein Turnier fahren, wo ich auch nur irgendwie vorhabe, mehr als 4 Runden zu gewinnen. Dann komme ich jetzt einmal kurz zum Extra-Deck, wie ich das Ganze so gespielt habe. Ich habe gespielt 3 Lagia, da kommt man nicht drum rum, muss ich nichts zu sagen, weil es sind natürlich alles Dinos, 2 Dolka, dann habe ich gespielt 2 Utopia, die waren auch ziemlich wichtig, genauso wie 1 Utopia Ray, 1 Roach,
gegen die Roach, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie man im Moment gegen die Roach gegen argumentieren kann, gerade mit so viel Chaos Dragon im Spiel. Dann ein Zenmains, ein Levier, ein Leviathan. Das sind die einzigen Dreier, die ich spiele. Den Leviathan hätte ich ab und zu gerne gegen den Gachi-Gachi rausgetauscht, da der Naya-Sho Level 2 ist und Gachi-Gachi schon zweimal im Turnier sehr cool gekommen wäre. Dann einen Katastor, den habe ich drin gehabt, weil ich der Meinung war, dass viele Leute wieder auf Wailer setzen werden. Und durch den Wailer die Möglichkeit bestehen wird, dass ich ihn reborne. Außerdem habe ich Wailer im Board und dadurch wäre er so ziemlich der sinnvollste Synchro, auf den ich komme. Und den hier, einmal den Stardust Dragon, der ist auch ziemlich wichtig, aus dem einfachen Grund, dass ich natürlich sage, hey, ich spiele eine Roadmane, und als i-Tüpfelchen natürlich noch hier, der Chimera Tech Fortress. Fortress, finde ich, ist eine Karte, sollte einfach in jedem Board vorhanden, in jedem Extra-Deck vorhanden sein, denn seien wir mal ehrlich, ich habe es letzte Woche gesehen, in Hamburg, da war es nämlich genau so, weißt du, du hast 5 Turniere lang, hast du nicht auf der Rechnung, dass der Gegner irgendwas mit Maschine spielen könnte. Dann spielt er ein einziges gottverdammtes Mal Maschine. Und dann hast du den Fortress nicht im Extra-Deck. Und dann flippst du aus, weil du denkst, okay, jetzt hätte Fortress Sieg gebracht, selbst wenn du die Cyberdrachen hast. Deswegen, Fortress Dragon kommt bei mir nicht aus dem Board. Wenn ich ihn rauskriege, dann echt nur, weil ich überhaupt keine andere Wahl habe. Hier ist es fast soweit gewesen, aber ich habe mich dann doch für den guten hier entschieden. So, das war jetzt hier das Extra-Deck. Jetzt, ja, für alle von euch, die Evol so ein bisschen kennen, werde ich einmal kurz das Deck so überfliegen, was man irgendwie so die Schlüsselkombos ist, was die Schlüsselkombos sind. Schlüsselkombos sind natürlich, dass du den hier hast oder den hier. Das sind die beiden großen Monster in dem Deck, die du irgendwie bräuchtest, um ein bisschen Action zu machen. Dann gibt es natürlich noch diese beiden Karten und davon geht im Endeffekt alles aus. Also das sind die 4 großen Kombo-Karten, nämlich der hier und der hier, nämlich Naya-Sho und Vestlo, weil es die beiden Evo-Tiles im Deck sind. Naya-Sho muss nur geopfert werden, Vestlo geflippt werden und danach halt am besten geopfert werden. Evo-Kraft ist für beide im Endeffekt. Mit Evo-Kraft opfern wir die und suchen uns einen Evolsaurier aus dem Deck. Das ist dann, wie ich schon gezeigt habe, immer einer von denen hier, entweder Serato oder Vulcano. Oder Diplo. Oder wir haben die gute Karte hier. Deswegen lege ich das jetzt mal so hin. Oder wir haben die gute Karte hier. Enemy Controller, die zwar nur für Naya-Sho in diesem Fall richtig geil ist, aber mit Naya-Sho auch unfassbar krasse Möglichkeiten ergibt. Dadurch, dass wir, wenn Naya-Sho geopfert wird, immer eine aus dem Deck holen. Mit Enemy Controller einen vom Gegner übernehmen. Mit Evo-Kraft noch eine aus dem Deck holen. Oder wenn Vestlo geopfert wird, erst was am besten geflippt haben. Und dann mit Evo Force noch eine rausholen, machen wir in jedem Fall Plus. Der große Vorteil an den Monstern ist, dass die beide verrückt gute Def-Werte haben. Vestlo mit 1,9 und Naya-Sho mit 2000. Und beides Monster kannst du beruhigt hinsetten. Ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ihr anfangt, Vestlo eine hinten und der Gegner spielt, sei es was auch immer, wenn es nicht gerade Graffa ist und irgendwas abwirft oder so, dann greift der Gegner stumpf erstmal in das Monster an. Und dann steht er da und denkt so, doof gelaufen. Deswegen Vestlo eine super Karte für den Überraschungsmoment. Ich sage euch ganz ehrlich, mit der neuen Edition werde ich wohl auf 2 Vestlo runtergehen, da wir eine Rota im Deck haben. Und die Rota sagt, also wir haben kriegen eine themeninterne Rota für das Deck, die sagt, wir dürfen uns ein Evo-Teil oder ein Evolsaurier aus dem Deck auf die Hand suchen. Dadurch brauchen wir im Endeffekt nur noch 2 Vestlo zum einen. Zum zweiten geht zwar der Überraschungseffekt verloren, aber wir haben immer Zugriff auf die beiden. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich wirklich 2 Vestlo oder 2 Naya-Sho nur spielen werde. Auf jeden Fall werde ich in einen von beiden runtergehen. Ja, dann ist die Sache, was holt man mit den Karten? Wie gesagt, einmal den Vulcano, einmal den Serato, einmal den Diplo. Eine von den 3 holt man, um entweder mit Diplo eine Spelltrip des Gegners zu zerschießen oder mit Serato ATK-Push zu haben, vielleicht überrennen, nochmal plus 1 machen, noch so einen raussuchen oder mit Vulcano was aus dem Friedhof zu holen. Damit haben wir natürlich mit Vulcano die Möglichkeit, schnell zu exceeden, um halt Vulcano für Instant Lagia Dolka zu benutzen, Diplo wegschießen, im Bestfall Evo-Kraft, das ist wirklich ein Traumzug, Gegner hat 2 hinten, du machst Naya-Sho, Evo-Kraft, holst 2-mal Diplo aus dem Deck, schießt 2 hinten, machst danach Lagia oder Dolka, das ist so ein Turn, wenn der durchkommt, dann hast du eigentlich so gut wie gewonnen. Vielleicht mit 1 oder 2 Lanzen kannst du es meistens absichern.
dann kommt er so gut wie durch und dann hast du eigentlich immer gewonnen, wenn sowas wirklich mal passiert. Ansonsten ist das Deck sehr auf Konstanz versucht zu bauen. Ich habe zwar nur 14 Monster im Deck, aber dadurch, dass ich nur 14 Monster habe, versuche ich zu umgehen, die Evolsaurier auf der Hand zu haben. Das ist nämlich eines der großen Probleme. Wenn wir die Evolsaurier auf der Hand haben, machen die gar nichts. Das ist nicht ganz so cool. Deswegen versuchst du, die wenig Monster, die du hast, zu spielen und mit denen alles aus dem Deck zu beschwören. Du kannst es nicht vermeiden, dass ein oder zwei Evolsaurier auf deiner Hand kleben, aber das große, der große Vorteil an dem Deck ist einfach, wenn du einen Evolsaurier auf Hand hast, mein Gott, dann bringst du halt den Diplo aus der Hand, kannst aber noch einen anderen Effekt vom aus dem Deck benutzen und dann kann man das schon mal verkraften. Abgesehen von Vulcano mit 1,6 und 1,9 sind Serato und Diplo jetzt auch nicht die schwächsten Monster. So, das ist ungefähr so, dass, wie das Deck so halbwegs funktioniert. Jetzt werde ich euch noch so ein bisschen von meinem Turnierverlauf erzählen. Zum ersten habe ich in der ersten Runde im Featured Match gegen Dark World gespielt. Das Featured Match werde ich euch gleich unten posten, ist nachzulesen. War ganz gut, naja, Show vor Game kam dann das eine Mal, im zweiten Spiel hat er einfach nur blöd nachgezogen. Im zweiten Spiel habe ich dann gegen Insektor gespielt, war ein bisschen unglücklich. Wir haben uns ein bisschen die Mini-Mi-Power um die Ohr geworfen. Wir haben, es stand 1-1, er hat auch Risse gegen mich geboardet. Er hat überhaupt nicht verstanden, so nach dem Motto, was er boarden muss. Auch riesiger Vorteil, wenn der Gegner nicht wirklich versteht, was du dagegen boarden musst. Das darfst du ihm natürlich nicht erzählen. In meinem Fall war es ein Freund, ich habe ihm relativ schnell erzählt, so, hey, hier, also die Risse, die waren so ein bisschen Griff ins Klo. Er hat es auch relativ schnell verstanden. Und, das ist, wie gesagt, ein kleiner Vorteil, wenn der Gegner einfach nicht so ganz versteht, was er gegen das Deck boarden soll. Ja, was gab's noch so? Dann habe ich dritte Runde, ich glaube, gespielt gegen ein, lasst mich kurz überlegen, Hero, das habe ich gewonnen. Das war auch wieder gegen einen Freund, der hat dann da so ein bisschen gestanden und dachte so, hey, was spielst du da? Habe ich noch nie gegen gespielt und das ging dann relativ schnell 2-0 für mich aus. Vierte Runde wieder gegen Insektor. Das war ein bisschen doof, stand ich dann 2-2. Insektor habe ich, wie gesagt, gemerkt, ist ein Höllen-Matchup zum einen. Zum anderen habe ich natürlich einfach nur vergessen, die Schattenspiegel reinzunehmen. Fünfte Runde habe ich dann gegen ein Dark World gespielt, wo eigentlich genau das passiert ist, was du eigentlich nicht in diesem Deck haben willst. Nämlich, dass du auf einmal 5 Monster bei 6 Handkarten auf der Starthand hast und dann 7. Karte Monster, 8. Karte Monster, 9. Karte Monster, 10. Karte Monster. Konnte ich im dritten Spiel nichts machen. In der sechsten Runde ist mein Gegner nicht aufgekreuzt. War zum einen glücklich, zum anderen hätte ich es sehr gerne gespielt, sage ich ganz ehrlich. Das lindert ein bisschen das 4-3. Und in der siebten Runde habe ich gegen ein Agent Psi-Verschnitt gespielt. Wenn man in der letzten Runde gegen ein Deck spielt, dann sagt das immer nicht mehr ganz so viel über seine Aussage, über seine Schlagfertigkeit und seine Kraft aus. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, hat mir als eingefleischter Agent-Fan natürlich die Idee so ein bisschen gefallen, das Ganze mit Kreborns, Psi-Commander und all so ein Scheiß zu machen. Fand ich nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat aber dann auch sehr schnell 2-0 verloren, der Gute. Am Ende stand ich dann 4-3, bin 30. geworden von 85. Es hätte mehr drin sein können, wenn ich die Schattenspiegel im Board nicht vergessen hätte, sage ich ganz ehrlich. Denn ich habe kein Spiel dominant 2-0 verloren, in Anführungszeichen, sondern immer gut gekämpft, immer mal 2-1 und hier und da. Also keins der drei Spiele habe ich 2-0 verloren. Ich bin der Meinung, das Deck hat sehr viel Potenzial. Ich bin auch vor allen Dingen der Meinung, das Deck kann im Metagame mithalten. Ich bin nicht der Meinung, dass es ein absolutes Tier 1 Deck ist, das mal eben so alles wegknallt. Das Matchup gegen Chaos Dragon ist nicht so schlecht, wie man vielleicht denkt, dadurch, dass man hier die große Backrow hat und dass man die Möglichkeiten hat, Lagia Dolka hinzulegen, mit Lanzen, Enemy Controller, Book sehr viel unterbinden kann und natürlich auch boarden kann, bin ich der Meinung, dass das Deck nicht so beschissen ist, wie viele denken. Man hat auch gute Deffer, gute Beatdown-Verhinderer des Gegners, da der Gegner meistens im ersten Zug irgendwie Ryo, Trooper oder sowas macht, wenn er nicht gerade direkt, wenn er nicht direkt mit hier den 2-5ern und 2-4ern anfängt. Also ich denke einfach mal, mit der Rota könnte sich da einiges ins Gute verwandeln. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich ändern werde. Ich weiß auf jeden Fall, ein Serato wird wahrscheinlich das Zeitliche segnen. Und einer von Nayasho oder Vestlo wird das Zeitliche segnen. Vielleicht gehe ich dann wirklich auf die 12 Monster runter, versuche es mit 3 von den Rotas zu spielen und auf 41 hochzugehen. Allerdings bin ich da noch nicht hundertprozentig sicher.
Ich werde es eventuell auch nochmal ohne Fiendish Chains versuchen, da mir der gute Herr Weber da echt eine gute Idee gebracht hat mit den Kelchen. Da weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich das Ganze umsetzen werde. Verbotener Kelch, eine Karte, die auf jeden Fall einen Test wert ist, da man sowohl seine Karte offensiv als auch defensiv nutzen kann, es einen ATK-Boost gibt und die Karten eliminiert wie Snowman Eater und all so ein Krams. Die Effekte werden dadurch natürlich unterbunden, dass die Karte im Damage Step aktivierbar ist. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass der kann auf jeden Fall was. Zum Turnier selber sei noch mal kurz gesagt, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Turnier. Vom Ablauf und all drum und dran. Es waren die Leute, die man aus dem Fantasy Inn her kennt. Das heißt, der Staff war sehr, sehr kompetent. Ich wurde im Vorfeld immer wieder so ein bisschen verflucht, so nach dem Motto, bitte keine Regelfragen zu deinem Deck, weil die Konstellation Evo Force Naya schon so ein paar Regelfragen aufwirft. Denn wenn man beispielsweise ein Diplo holt mit der Evo Force, die ja zuerst resolved, dann geht der Naya schon mit dem Diplo auf eine neue Kette und dann ist die Frage, kann man irgendwie versuchen, das Warning zu umspielen oder nicht? Ich hatte diese Frage zum Glück nicht einmal stellen müssen, da es irgendwie nicht einmal vorgekommen ist, dass der Naya schon gewarnt werden sollte. Alles in allem, wie gesagt, guter Ablauf. Raum war ein bisschen sticky, ich habe sehr schnell Kopfschmerzen gehabt, aber alles kein Ding. Was tut man nicht alles, um seinem Hobby ein bisschen nachzugehen? Ich hoffe persönlich, dass euch dieses Deck gefallen hat, dass ihr seht, okay, hier Evos und all so ein Krams, das kann vielleicht ja doch was. Und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich werde auf jeden Fall, das ist hoch und heilig versprochen, einen Karma-Cut-Discussion, vielleicht wollte ich gerade sagen, eine Karma-Cut-Diskussion machen. Warum die Karte gut ist, was die Karte kann, also das ist nur eine Frage der Zeit. Vielleicht sogar noch heute Abend, vielleicht morgen. Vielleicht lasse ich dieses Video ein bisschen... Ich denke, ich werde dieses Video ein bisschen ziehen lassen. So 2 Tage, dass ich am Dienstag das mache. Aber ich werde auf jeden Fall ein Video zu Karma Cut machen, um euch die Karte nochmal näher zu bringen. Warum die Karte im Moment so gut ist und was ich für Erfahrungen mit ihr habe. Morgen ist nochmal Liga bei mir, deswegen werde ich dahin bis wahrscheinlich warten. Ansonsten hoffe ich, ihr seid auch das nächste Mal wieder bei eurem Lieblingsitaliener hier dabei. Beim guten Gio. Ich hoffe, euch hat euch das Ganze gefallen. Jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt. Euch hat das Ganze gefallen. So. Und ich hoffe vor allem, dass wir uns in Dülmen sehen. Am 19. 18. Irgendwie sowas. Mai. Ich hoffe, dass wir uns auf der DM sehen. Und ich hoffe vor allem, dass ihr das ganze Video hier mit einem Daumen hoch, vielleicht auch mit einem doppelten Daumen, der zweite zumindest imaginär, belohnen könnt und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin sage ich zu euch, Peace out, Leute.